Welche ist Kärntens sicherste Schule? Um das zu ermitteln, gingen 10 Schulen beim Landesfinale der Kindersicherheitsolympiade 2024 in Klagenfurt an den Start. Nachdem die Fahne gehisst und die Flamme entzündet wurde, zeigten Fallschirmspringer ihr Können und landeten punktgenau am ASV-Sportplatz in Klagenfurt. Wenn Sie dahinter hören, mit welchem Engagement die Kinder dabei sind, dann weiß man, dass man es richtig gemacht hat. Und ich denke, unsere Art und Weise ist es, gemeinsam mit den Mitstreitern von verschiedensten Arten den Kindern Selbstbewusstsein zu vermitteln, den Kindern Selbstverantwortung zu vermitteln und vor allem im Notfall die richtigen Maßnahmen zu setzen. Und ich denke, das hat sich schon mehrmals bezahlt gemacht und auch bewiesen. Ja, wenn man bei den Veranstaltungen dabei ist und zuschaut, wie begeistert, mit welchem Einsatz und mit welchem Lachen die Kinder dabei sind und wie der Zivilschutzverband das Wunder schafft, Sicherheitsthemen so spielerisch unter das Volk zu bringen, dann ist das natürlich ein gemeinsames Anliegen. Sicherheit für Kärnten ist das Anliegen des Zivilschutzverbandes und der Landesversicherung. Und da sind wir stolz und da haben wir große Freude, dass wir da dabei sein dürfen und diese tolle Geschichte unterstützen dürfen. Es ist modern, es ist aktueller denn je. Das spricht auch dafür, dass wir bereits zum 27. Mal die Sicherheitsolympiade haben. Und seit 1997, so lange gibt es hier bereits, haben rund 60.000 Kärntner Schülerinnen und Schüler der vierten Klassen diese Sicherheitsolympiade A absolviert, B für ihr weiteres Leben sehr vieles an Rettungsmaßnahmen, richtigem Verhalten mitgenommen und damit tragen sie zu einer eigenen Lebensqualität in Kärnten bei, die man nicht hoch genug einschätzen kann. Ich glaube, jeder sollte einmal die Chance ergreifen, bei so einer Kindersicherheitsolympiade dabei zu sein. Wenn man die Begeisterung der Kinder sieht, mit wie viel Leidenschaft sie da dabei sind, mit welchem Kampfgeist sie da um Punkte rittern, das ist wunderbar anzuschauen. Und ich glaube, dass die Kindersicherheitsolympiade vielleicht für den einen oder die andere so die Geburtsstunde für eine Karriere in einem Ehrenamt ist, für die Heldinnen und Helden von morgen. Und das freut natürlich auch das Land Kärnten. Wir haben ja schon den einen oder den anderen Bundessieg erlangen können. Das heißt, wir sind unglaublich stolz auf diesen Wettbewerb. Viele Schulen, viele Orte bereiten sich ja das ganze Jahr mit den Kindern darauf vor. Es ist die regionale Feuerwehr eingebunden, es sind andere Blaulichtorganisationen im Ort in der Volksschule eingebunden. Und das macht uns schon sehr, sehr stolz, dass sich Schule hier wirklich so engagiert. Und hier auch ein großes Dankeschön an alle Lehrpersonen, die die Kinder hier darauf vorbereiten. Welchen pädagogischen Wert haben solche Veranstaltungen? Ja, ist der, dass sich die Kinder mit diesen Themen auseinandersetzen und wie wir gemerkt haben, dass das, wenn das spielerisch passiert, das wirklich bei den Kindern ankommt und sie so eine Freude daran haben, dass sie beim Spielen etwas lernen und davon sehr, sehr viel profitieren. Yes, I'm really coming from Slovenia. I'm working for Civil Protection of Slovenia, Regional Bureau Kran. And I'm very happy to be with you and to see these youth games of yours. Zivilschutz I like it very much. Ja, wir freuen uns irrsinnig, dass wir diese Initiative unterstützen können und auch weiter unterstützen werden. Sicherheit ist gerade in unseren Unternehmen an erster Stelle. Man kann nicht früh genug anfangen, die jungen Menschen mit Sicherheitsthemen zu konfrontieren. Und wir freuen uns immer wieder, wenn auch unsere Lehrlinge sich zurückerinnern, wo sie selbst an dieser Sicherheitsolympiade teilgenommen haben. Für Abwechslung in der Pause sorgte eine Vorführung vom Roten Kreuz, ein Fahrradunfall mit Defi-Einsatz. Und die Landung des Polizeihubschraubers. Bis zur letzten Aufgabe blieb es bei diesem Landesfinale der Kindersicherheitsolympiade 2024 spannend. Ja, wir sind weit vorgekommen beim Würfelbauen. Magdalena, jetzt müssen wir zählen. Ja. Ich hoffe, es ist alles richtig. Es sind die 20 richtig Minuten. Richtig cool. Oh, also mir hat es sehr gut gefallen und ja, ich habe sehr viel gelernt. Ja, dass man zusammen in einem Team immer helfen muss und dass man einfach zusammenhalten muss. Und für Sachunterricht ist es auch gut. Es geht um das große Ticket nach Wien.
Den Sieger, die Volksschule Deinach, trennte nur ein Punkt von der zweitplatzierten Schule. Wir haben eigentlich ein paar Male gedacht, dass wir eigentlich nicht gewinnen werden, aber jetzt haben wir mit einem Punkt gewonnen. Die Volksschule Deinach wird somit Kärnten beim Bundesfinale am 18. Juni in Wien vertreten.